So, moin moin und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video, einem Spezial von mir. Und zwar gucken wir uns heute den Dorftavernen-Baukasten an, einen Generator für Tavernen. Der ist herausgegeben von System Matters, unter anderem auch für Beyond the Wall, wo ja die Taverne ganz im Zentrum steht, eines jeden guten Dorfes, einer jeden guten Geschichte. Die Geschichten können natürlich auch überall anders beginnen. Darum soll es nicht gehen. Aber wenn ihr mal auf die Schnelle eine coole Taverne braucht, weil ja, D&D, DSA, im Schatten des Dämonenfürsten, Splittermond, die fangen ja alle irgendwo als Fantasy-Setting in einer Taverne an. Ihr könnt das auch für Star Wars benutzen, wenn ihr wollt. Und genau, da gehen wir jetzt Stück für Stück durch. Es sind viele Tabellen, die coole Inhalte haben. Und viele verschiedene Würfel, die wir benutzen dürfen. Ich habe euch die schon mal in den Würfelkasten reingelegt. Und wir wollen einfach mal zu schauen, wie unser Taverne aussehen könnte. Ja, wir können die dann noch ein bisschen gestalten. Wir nehmen einfach mal einen W6 und beginnen mit dem ersten Namen bzw. der Zusammensetzung des Namens. Und zwar 4 heißt zu den Eigenschaft. Hauptwort, Klammer auf, Mehrzahl. Klingt jetzt ein bisschen kryptisch. Allerdings werden wir jetzt einfach mal schauen, dass wir einen W12 würfeln. Das ist dieser hier. Und da schauen wir uns jetzt erst einmal das Hauptwort an und entscheiden uns danach für die Eigenschaft. Ich habe die 10 gewürfelt. Das heißt, zu den und die 10 ist dann Wertgegenstand. Das könnte jetzt sein, eine Münze, Schwert, Krone, Kelch, Diadem oder Schatz. Und wir sollen das Ganze als Mehrzahl benutzen, also zu den Schwertern oder zu den Kronen. Wir würfeln noch einen W12, um die Eigenschaft zu bestimmen. Das hatte ich ja auch gesagt, zu den Eigenschaft und Hauptwort in der Mehrzahl. Wetter. Die Eigenschaft ist Wetter, also sonnig, neblig, stürmisch, frostig, hell oder dunkel. Ja gut, auf diesem Kanal, wie soll das anders sein, wenn mir das jetzt tatsächlich schon so präsentiert wird, dann nehmen wir doch einfach mal frostig. Wir können daraus aber auch sowas wie kalt machen, also wir müssen jetzt nicht bei frostig bleiben, sondern wir können im Prinzip jetzt aus diesem Wetterphänomen, können wir jetzt auch abgewandelt irgendwas anderes machen. So, das heißt, die Eigenschaft steht schon mal klar zu den frostigen Kronen, Kelchen, Diademen, Schätzen. Machen wir Schätzen. Das bedeutet, unsere Taverne heißt, ja, den Namen haben wir schon mal, zu den frostigen Schätzen. Zu den frostigen Münzen, zu den frostigen Schätzen. So machen wir es. Das ist der Name unserer Taverne, den wir jetzt ausgewürfelt haben. Muss gerade mal schauen. Genau, auf der nächsten Seite geht dann noch die Eigenschaften weiter. Erscheinungsbild. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es ein Gebäude, sind es mehrere Gebäude? Dafür wählen wir einen W6. Es geht direkt weiter. Und meine Taverne liegt eng zwischen anderen Gebäuden gedrängt. Also wir haben irgendwo einen Dorfplatz, gehe ich jetzt mal von aus. Und auf der linken und auf der rechten Seite ragt die dann sicherlich sehr weit nach oben. Vielleicht so ein bisschen wie bei Harry Potter, würde ich jetzt denken. Das heißt, sie ist nicht wirklich freistehend und ausladend, sondern sie ist eben ja, links und rechts mit Nachbarn versehen. Aber wir haben einen W10, das heißt, wir benutzen hier tatsächlich eine ganze Menge Würfel für die Lage. Das gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Über einem alten Gewölbe. Die Lage ist also über einem alten Gewölbe. Das bedeutet, wir haben im Keller einen Dungeon oder ein Gewölbe halt. Ja, wie auch immer man das benutzen möchte. Es könnte auch ein Weinkeller, könnte das bestimmt auch sein. Es ist halt ein Hohlraum, der unter der Taverne liegt. Warum auch immer die dann da gebaut worden ist. Aber ja, das sagt schon mal, dass wir einen großen Weinkeller haben. Bauart und Einrichtung ist ein W6. Wir machen direkt weiter und nehmen die 5. Das ist ein hochwertiges Fachwerk, gehobene Eichenholzeinrichtung. Das ist auch interessant. Jetzt formt sich tatsächlich schon so ein bisschen die Stadt dazu. Das heißt,
Die Taverne ist gar nicht arm, so wie man eben vermuten könnte, sondern sie, wenn sie eng zwischen anderen Gebäuden liegt, aber trotzdem hochwertiges Fachwerk ist, dann wissen wir, dass die Stadt dazu ja einfach nicht viel Platz ist, dass wir vielleicht durch einen Fluss oder durch Gebirge nicht viel Dorfplatz zur Verfügung haben, sondern dass es da alles sehr gedrängt ist. Aber wir trotzdem dann gut Eichenholzeinrichtung. Das heißt, wir sind irgendwo auf einem Berg, würde ich jetzt vermuten, oder ja, in einem Wald. Nee, da kann man abholzen. Ich würde mal sagen, wir sind irgendwo an einem Bergkamm, der sehr bewaldet ist, eben mit vielen Eichen, die da herumstehen. Und auf der anderen Seite wird das Ganze dann durch einen Fluss begrenzt, sodass wir dann eben wirklich nicht viel Platz haben. Und wir dann nach oben bauen müssen und eng gedrängt dann die anderen Gebäude, die daneben liegen. Okay, äußere Besonderheiten. Die sind optional, wir werden es trotzdem mal auswürfeln. Ein Baum, Hain, Eiche, Linde, Ulme oder eine andere Baumart vor oder neben dem Gasthaus, möglicherweise zum Teil in eine Mauer integriert. Dann, wenn wir eine Eicheneinrichtung haben, gehobene Eichenholzeinrichtung, dann würde ich tatsächlich auch eine Eiche nehmen, die vor dem Gasthaus steht. Warum die jetzt nicht gefällt worden ist, weiß ich nicht. Aber das ist schon mal interessant. Zu den frostigen Schätzen hatten wir gesagt, ne? Okay. Machen wir bestimmt noch was draus. Dann schauen wir uns nochmal die Taverne von innen an. Und zwar den Boden des Schankraumes. Auch das ist ein W6. Die 4. Knarzende Holzbohlen und oder von frischem Stroh und Holzspänen bedeckt. Gut, wir hatten gesagt, da unten ist ein Hohlraum. Dungeon oder Weinkeller, was auch immer. Ist halt, wie wurde das ausgedrückt? Ich muss gerade mal schauen. Über einem alten Gewölbe. Das würde zumindest die knarzenden Holzbohlen erklären, dass wir also nicht viel Stein unter uns haben, sondern ausgehöhlt, dann einfach nur die Bohlen drüber gedeckt und zusätzlich vielleicht auch noch Holzspäne, weil wir ja nicht auf normalem Erdboden sind, sondern wir sind auf den Bergen. Da hat vielleicht irgendjemand eine alte Mine mal gegraben, was auch immer dann in der Mine gefördert worden ist. Das ist schon lange her. Und darüber dann diese Herberge gesetzt, damit dann auch dort die Bergarbeiter vielleicht auch schlafen können. Atmosphäre, auch das ist ein W6. Schauen wir uns das mal an. Die 1. Düster und raucherfüllt. Also es riecht schön nach Harz, beziehungsweise nicht nur nach Harz, sondern auch nach Eiche, die hier verfeuert wird. Und weil wir eben auch keine wirklichen Fenster haben, ist das alles sehr dicht und sehr eng. Weil wir keine Fenster haben, zieht das auch nicht ab. Es ist düster. Wir können uns, wir haben keine richtigen Kerzenzieher in dem Dorf. Wir haben natürlich einen Kamin, der zieht dann eben über den Schlot in die verschiedenen Stockwerke, damit dann irgendwelche Betten links und rechts neben dem Kamin stehen, wenn das dann eben nach oben zieht. Aber keine Fenster. Und es riecht dann nach Rauch, nicht nach Kerzen, nach Holzfeuer. Die Feuerstelle, Feuerstelle müssen wir auch selber nochmal machen. Die 3, 2 bis 4, halb offen unter einem Kamin an der Wand. Genau, okay, den Kamin hatte ich eben schon mal vorausgesetzt. Hätte auch eine separate Küche mit ausladendem Herd oder sowas sein können oder ein anderer Rauchabzug für Töpfe und Kessel. Aber hier hat mir der Zufall in die Hände gespielt. Essen und Trinken, was gibt es bei uns zu essen und zu trinken? Auch das ist ein W6. Ich habe die 3 gewürfelt. Mittags und abends gehobene saisonale Speisen und Getränke. Wenig Auswahl. Ja, wir liegen in den Bergen. Das bedeutet, wir essen wahrscheinlich Reh. Mittags und abends, ja, saisonale Speisen und Getränke. Wenig Auswahl. Frühstück wird hier nicht angeboten. Die Bergarbeiter sind vielleicht dann gerade unter Tage. Oder früher waren sie unter Tage. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, was aktuell da unten gefordert wird. Das könntet ihr euch dann ja ausdenken. Aber ein Frühstück gibt es nicht bei uns und dann mittags aber eben sehr gehobene Speisen. Und ja, wie gesagt, Getränke wenig Auswahl, aber Wein haben wir. Wir haben uns den Wein haben uns organisiert. So, ich habe die Würfel nochmal einmal weggenommen. Wir würfeln aber trotzdem einen weiteren W6.
die 3 für die Übernachtungsmöglichkeit. Ein Gemeinschaftssaal für Feierlichkeiten und Gesellschaften kann mit Holzpritschen und Strohmatten zum Schlafsaal umfunktioniert werden. Auch das ist klar. Also wir haben halt einen Gemeinschaftssaal, der ist nicht unten in der Taverne, sondern ein Stockwerk drüber. Und wenn der nicht benutzt wird, was meistens so ist, dann werden da Holzpritschen ausgelegt, Strohmatratzen halt wenig. Es ist nicht eher nicht so strohig, sondern da werden Sägespäne, eichene Sägespäne werden ausgestreut, damit man da eben auf den Holzpritschen dann gemütlich schlafen kann in diesem Schlafsaal. Und wie gesagt, die Betten stehen dann auch direkt neben dem Kamin, wenn dann der Schlot nach oben zieht. So, was finden wir denn im Hinterzimmer bzw. Geheimkeller? Ich hatte ja schon gesagt, ein Hinterzimmer ist schwierig bei dem Platzmangel, aber geheim. Geheimkeller 2. Kräfte messen. Arm drücken oder ringen. Gut, das bedeutet, wenn wir dann von dem eigentlichen Trakt, so eine ganz steile Treppe, die nach unten und auch nach oben führt, natürlich mit einer Luke, damit man dann die Treppe nach unten nicht gleich sieht, aber wenn man dann weiß, dass sie da ist, dann kommt man auch über die steile Treppe nach unten und da gibt es dann Armdrücken und Ringen, das sind dann so die Sachen, die dann die Bergarbeiter da unten etabliert haben vor langer Zeit und das hat sich wohl auch gehalten. So, Besonderheiten der Taverne 1W20, die 7. hat eine eigene besondere Tierzucht. Pferde, Hunde, Bienen. Also Klammer auf, Pferde, Hunde oder Bienen. Irgendwelche Tiere. Ich würde sagen, wenn hier Pferde vorgeschlagen werden, ich würde Esel nehmen. Ich glaube, Esel wurden damals vor allem in den Bergwerken genommen, um die Karren zu ziehen. Es gab natürlich auch sowas wie Grubenpferde, aber die, wenn die dann zu groß werden, ist das auch nicht gut. Also ich würde da eher Esel nehmen. Vielleicht erklärt das auch, warum der Baum vorne immer noch steht. Bin ich mir gerade noch nicht ganz sicher. Damit können wir aber auch die Nachbarn festlegen und sagen, dass eben direkt neben der Taverne angrenzend dann der Tierzüchter ist. Vielleicht hat er sogar noch einen eigenen Verbund zu unserem Kellerloch, sodass da dann eben über eine große Rampe die Esel, ich wollte gerade Pferde sagen, die Esel runtergebracht werden. Ja, das ist die Eigentümlichkeit der Taverne. So, dann haben wir noch Geheimnisse. Auch das ist optional, werden wir aber selbstverständlich auswürfeln. 1. Jemand in der Taverne ist nicht, was er zu sein scheint. Okay, das könnte der Wirtslord, Wirtsleute sein oder der Tagesbetrieb. Ist der Wirtsmann vielleicht selbst ein Bergarbeiter? Ist das so ein wirkliches Geheimnis? Oder sind die Bergarbeiter keine Bergarbeiter, sondern vielleicht ein Mitglied von irgendeiner anderen Organisation? Müsste man sich auch dann überlegen, in welcher Welt das spielt. Na, also wenn wir in Aventurien sind und an der Schwertküste oder wo auch immer man dann seine Taverne ansiedelt, könnte das interessant werden. So, dann haben wir einen weiteren W6, ich nehme den W20 weg, für den Tagesbetrieb. Wie gut ist der Schankraum gefüllt? 4. Die Taverne ist gut besucht, in der Schenke herrscht laute Stimmengewirr. Okay. Natürlich wieder abhängig von der Uhrzeit, aber wenn dann die Bergarbeiter nachts über gearbeitet haben, warum auch nicht? Ne, da unten hat man ja sowieso kein richtiges Tageslicht. Dann kann man ja auch nachts arbeiten und dann kann man noch das Licht der Sonne irgendwie so ein bisschen genießen. Wenn man dann wieder nach oben kommt und morgens wird dann noch ein bisschen geschlafen und wenn sie dann aufgestanden sind, dann gehen sie in die Taverne und wie gesagt, Frühstück gibt es nicht, aber Mittagessen, sehr gut. Tagesbetrieb. Das war der Tagesbetrieb. Gästegruppen, 1W6, jetzt hoffen wir, dass uns das keinen Strich in die Rechnung macht. Die 6, fahrendes Volk. Das bedeutet, wir haben viele Händler, die an unserem, nicht nur in der Taverne, sondern auch in unserer Bergkette vorbeikommen, vielleicht auch gerade durch diesen Fluss. Wir haben vielleicht wertvolles Handelsgut, was wir dann aus dem Berg herausholen, was dann noch direkt über die Händler dann abgeworben wird, vielleicht direkt an den Bergarbeitern aus den Taschen herausgezogen wird, die das dann nach unten ins Tal bringen wollen. Und die dann eben auch die regionalen, zumindest die Weine bringen sie dann vielleicht von weit her, immer vom gleichen Ort, weil wir nicht viel Auswahl haben, aber es ist fahrendes Volk, was die Gästegruppe bildet.
Bauernknechte oder Feldarbeiter wäre natürlich noch eine andere Möglichkeit. Oder wallfahrende Pilger oder Nonnen. So, Beispiel für Stammgäste. Dann schauen wir uns mal an. Das ist ein W10. Auch das ist die 9. Eine Lokalheldin, die ihre angeblichen Abenteuer zum Besten gibt. Okay. Hat die dann ihre Abenteuer im Wald erlebt? Vielleicht beim Hirschefangen, beim Rehe sammeln, keine Ahnung. Oder unten in dem Minenschacht, das weiß man natürlich nicht. Das könntet ihr euch jetzt überlegen. Aber die sitzt dann immer dort. Und wenn dann eure Leute in diese Taverne hereinkommen, dann gehört sie mit dazu. Unter den Gästen herrscht ein bestimmtes Gesprächsthema vor. Wenn sich vom Hintergrund her nichts anbietet, kannst du ein zufälliges Thema ermitteln. Die Tagesgespräche mit einem W10. Die 5. Witze und Zoten über die Fehltritte einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Ja, höchstwahrscheinlich der Bürgermeister, würde ich jetzt vermuten. Bürgermeister sind immer beliebt für Witze und Zoten, beziehungsweise generell die Regierung. Wenn man dann nicht nur den Bürgermeister von diesem Dorf hier nimmt, sondern dann eben nach unten ins Tal geht, wo dann eben die hohen Herrschaften über die Bergbewohner dann bestimmen wollen. Sowas wäre dann eben auch möglich. Wer auch immer da unten dann eben sitzt, die fahrenden Händler bringen dann immer weitere Geschichten. So. Aktuelle Details, tagesaktuelle Details, auch die sind optional. Wir haben eine 11 gewürfelt. Ein Gast beschwert sich über verwässertes Bier, verschimmeltes Brot oder ähnliche Unannehmlichkeiten. Gut, bei uns ist es dann nicht das Bier, sondern der Wein. Und verschimmeltes Brot, da würde ich nicht das Brot nehmen, sondern vielleicht ist irgendwas mit dem Rehfleisch nicht in Ordnung. Und das wäre ja auch eine Option, dass man dann mal in den Wald hineinguckt und sich überlegt, ob im Wald irgendeine Aufgabe für Abenteurer sich ergibt. Die Straße gleitet fort und fort und sei es auch zur nächsten Taverne. Das war eine beispielhafte Taverne, die ich mal gemeinsam mit euch ausgewürfelt habe. Ich muss gerade mal schauen, das waren jetzt 20 kurze Seiten mit vielen Tabellen, die uns einen kleinen Einblick in kurzer Zeit gegeben haben. Ich muss gerade mal schauen, 16 Minuten sind wir am Aufnehmen. Also innerhalb von sehr kurzer Zeit bekommt ihr eine coole Taverne, wo jeder ein Bild vor Augen hat. Und vielleicht ist das ja was für euch. Ich finde den Tavernenbaukasten extrem gut gelungen. Macht sehr viel Spaß, da die Tavernen und auch den Ort drumherum, die Personalie dann mal zu erfinden. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch, schaut bei System Matters vorbei. Wenn ihr Lust drauf habt, schaut euch den Tavernenbaukasten an oder generell Beyond the Wall oder die anderen Sachen im Shop von denen. Und damit hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dann, ciao.